Hallo, hallo im nebligen Let's Play Zimmer. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann ihr das guckt. Ja. Wir sind bei der zweiten Aufnahmesession von Wolfenstein The New Order. Wir konnten es gar nicht erwarten, endlich weiterzuspielen, Wahnsinn. weil sehr geiles Spiel. Wir freuen Ja, uns, ja. euch zu entertainen. Das ist korrekt. Ja, Christian ist am Pad. Ja. Und ich würde sagen, wir haben hier eine neue Knifte erhalten Genau, gerade. der Dieselkraftwerk. Ja, bin sehr gespannt, wie die Wumme abgeht. Wird ja nicht ab. Aha. Schießt Granaten. Geil. Geiles Ding. Liebe ich schon mal das Ding. Kannst du schön an Gegner ranheften. Ja, genau, das meine ich ja damit. Das ist cool. Erinnere mich ein bisschen an Bioshock. Ja. Das ist der Bioshock 2, da hast du auch so eine ähnliche Waffe gehabt. Plasmide. Plasmide. Ja, aber das stimmt, aber du hast ja die Waffe auch den. Oh Gott, was ist denn hier los? Das stimmt, das war der Unterschied bei Bioshock 2. Bei Bioshock 1 konntest du ja nur entweder Plasmid oder Waffe machen. Da konntest du dann beide. Neue Innovation. Ja, das war schon ein Okay, Geld. War auch ein klar. geiles Spiel. Habe ich Ja. seinerzeit auch mal Let's Play, damals für Cheezer Street noch. Ja. Wo liegt Also das den Ding? ersten Part. William, Wo liegt das finde Ding? den Sender und halte Schlechtesten ihn Teil aus. von den Sonst dreien reißen kommt. die Unterwasserbauten den Rom Na, fort. wobei eigentlich war auch sehr gut, weil hat er viele, was beim ersten Teil noch zu bemängeln gab. Für viele Mechaniken, die beim ersten Teil noch nicht so geklappt haben. Ja, das stimmt. Und der zweite Teil richtig gut gemacht. Guck mal hier. Oh, lesen. Stimmt, wir haben ja eh ein Vote. Ehen, für lesen. Dann würde ich sagen, ich fange gleich mal an, Leute. ja, ein Part, in einem Mach Part schnell. oder ein Part darfst du einmal lesen. Genau. Das Tagebuch eines Soldaten. 12. März, glaube ich, 1961. Ich stecke schon mehrere Monate hier unten fest. Ich muss immer wieder an John Johan denken. Ein echter Soldat Germaniens. Er war ein Held und wurde wie ein Märtyrer erschossen. Vor einem großen, mordlüsternen Affen. Diesem Blaskowitz. Oh mein Gott, wir. Die Leute mögen ihn. Kommunisten, Anarchisten, Abweichler. Sie müssen vom Antlitz dieses Planeten verschwinden. So wie der Kanzler sagte. Wir sind überlegen, die Stärksten und die Tapfersten. Wir haben keine Angst vor ihnen. Die Erde gehört uns. Ich frage mich, wie lange ich mich noch in diesem Eimer... Was? Wie lange ich noch in diesem Eimer pissen muss? In diesem Eimer begeben. Ich gehe bestimmt nicht zur Toilette am Eingang zur Sektion F. Was, wenn er zurückkommt und losballert? Ich werde weiterhin in diesen Eimer pinkeln, bis Hilfe kommt. Ja, Müller! Müller! Du alte Dreckssau. Ja, naja, haben wir erledigt. Achte mal ein bisschen auf deine Aussprache hier. Okay. So. Wo sind wir hier? Wo muss ich überhaupt hin? Hier im Abfall Ach so, warte, ich muss ja die Leiter hoch. Ah. Ich bin ja völlig vergessen. Lesen. Ja, völlig überfordert. Ja. Aber der Blaski ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Guck mal, Blaski ist noch nicht so gut. Ja, mal probieren wir mal. Geil, das checken die nicht. Das ist ja super. Doch. Weg ist. Ja, aber am Anfang nicht gleich. Kannst du rüber weggehauen. Den oben. Schlecht. Ja, Specht. Warte da. Der hat den gerade Ich weiß auch nicht so genau, was der gerade war. Kannst du aber noch mal runter, da war noch ein Herdspeck. Direkt hinter dir. Also bei der Treppe unten, ne? Soll ich nochmal runter gehen? Das hast du nur liegen lassen. Runter will er nicht mehr, oder was? Nee, das ist, so weit geht nicht. Man Treppe geht man nur hoch. Aber hier liegt auch noch ein bisschen was rum. Das ist wie im realen Leben. 50 immer wieder voll. Okay. So. Oh, den habe ich noch. Einen Schuss. Ein bisschen. Dann werde ich mir mal die Machine Gun hier nehmen. Yeah. Alles voll hier. Nicht schlecht. Fliege schon wieder ein bisschen Porno. Nicht schlecht. Alle weggekniftet. Achso, wir sind dann noch im U-Boot. Ja, wir sind ja in unserem U-Boot hier. Wir müssen die Minen kaputt machen, genau. Richtig. Wir sind in der vorigen Folge, wenn ihr euch erinnert. Erfolgreich vom Schiff der Frau Engel geflohen. Die alte. Die so viel Laserknarre. Die unsere, naja, Kunden da, Riese. Na, unsere Anführerin. Genau. Geköpft hat. Was wir übrigens sehr krass fanden, die Szene. Also, ja, Caroline hieß sie. Caroline, genau. Schon vergessen. Eben mal gestorben und schon mal vergessen. Ja. Dicke und schon an einem Punkt an die Lang, wo die Beine Charakter im ersten Game. Ohne Bedeutung. Ja, du also nur so. Na, da springen und dann da runter. Also so. Springen und genau. Wie wollte nochmal? Ja, hochspringen und beten. Ja. William, ich habe die Maschinenraumkarte gefunden. Ballasttank, Atomsprengköpfe.
Oh Gott, Sektion F erstreckt sich über den gesamten Rumpf des U-Boots und wir sind auf dem größten U-Boot der Welt. Die Sektion muss gigantisch sein. Okay. Ein Teil davon dürfte aufgrund des riesigen Volumens als Hauptballasttank oder so dienen. Sei vorsichtig, William. Keine Ahnung, wie viele Soldaten sich da verstecken könnten. Okay. Das ist eine gute Frage. Ja. Hunderte. Wahrscheinlich. Die werden wir alle, aber werden wir Millionen. Alle okay. Ein bisschen einsam. Wir kriegen ja los 50 live, deswegen. Ja. So viel einsammeln wie geht. Ja, den er pennt. Nickerchen gemacht. So, Frau Blasko wird's kommen. Ich glaube, jede Bombe ist schon explodiert. Nee, nee, aber zum Rohr. Hast du das nicht gesehen? Ja. Ah, oh, der hat entschärft. Oh, der hat automatisch eingesammelt, oder wie? Die Munition gerade, glaube ich, ja. Also ich habe nicht X gedrückt. Okay. Na, vielleicht wenn du im ganz bestimmten Winkel Winkel zur Munition rüberläufst und damit er automatisch ein. Das kann natürlich sein. Nein. Oh. Ich glaube, das Schiff hat ein bisschen Schlagseite, oder? Ein bisschen. Das hat mich ein bisschen an einem Level aus Mass Effect. Andromeda, da hattest du auf so ein Raumschiff-Level. Ja. Musstest quasi von der bösen Fraktion hast du ein Raumschiff gekapert und am Anfang war noch alles in Ordnung, war übrigens ein sehr gutes Level-Design. Am Anfang war noch alles in Ordnung, bist du am Boden lang gelaufen und irgendwann hast du dann da irgendwelche Bomben gezündet. Irgendwas hast du gemacht. Okay. Und dann schwebte das Raumschiff nur noch William, kopfüber und dann bist du quasi über der Decke lang gegangen. Die Soldaten befinden sich darin, seit du das U-Boot vor 5 Monaten erobert hast. Sie sind bestimmt hungrig und verzweifelt. Pass auf dich auf. Ach, das ist ja auch geil. Ja, guck mal, hast du den U-Boot vom halben Jahr erobert und jetzt ist halt das die deutschen Soldaten unten im Rumpf. Und nichts ist passiert. Das ist ja auch gut. Okay, ich verstehe. Das ist auf alle Fälle erstmal die. Ja, kleine die Kommandanten. Ach, das ist besser. Ja, 4 Meter ist der andere. Ja. Soll einer unter dir sein. Guck mal, du hast gedacht. Sollen wir später noch unten? Ne, warte, ich mach erstmal den Umkalter noch. Ja. Das ist mir sonst zu heiß. Ist egal, kann keiner mehr Alarm schlagen. Genau. Das heißt, kommen mir nicht noch mehr Soldaten. So. Die drei, du gehst hier. Flasche. Flasche, die war gefährlich. Oh. Oh, Scheiße. William, ich habe mir die Atomsprengköpfe in Sektion F mal genauer angesehen. Laut der Maschinenraumkarte lagern da unten Dutzende. Hoffentlich haben die Soldaten damit nichts angestellt. Na, beim größten Schiff der Welt. Ja. Okay, die hat jetzt nicht eingesammelt. Achso, das stimmt, da war noch eine Enigma-Karte. Wo lag denn die? Ja. Ja, auf der Treppe. So. Eins von was? Aber ich hab doch gerade schon vorhin ihn aufgesammelt. Nee, der hatte vor dem folgenden Level, ja, ich denke mal, der zählt immer 10 Karten. Okay, aber ich habe ja... Also, ja. Na, wir hatten beim folgenden Level 8, jetzt hast du 3 eingesammelt. Ach so, aha, jetzt, so. Wieder eine haben. Okay, das verstehe ich's. Das ist immer wieder ein Problem, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Na, nee. Schon nicht. Ich schätze mal nach unten. War mit Reden beschäftigt. Ich auch, mit Zuhören. Jetzt hier lang. Das sieht doch gut aus, oder? Sieht gut aus. Ja. Oh. Was ist der Ding hier? Ziehen kann ich Flammenwerfer. Geil. Stimmt. Na, oder für? Nee. Nee, aber 7 Schuss habe ich wieder. Ah. Ja. So, gut. Cool. Hätte ich gerade den direkt mal anheften können an so einen Kommandanten. Hm. Hast du eigentlich schon irgendwelche Reviews von Mario Odyssey? Es ist Mario Odyssey und daher sagt mir, es wird verdammt geil sein. Ja. Ich habe mir von Rocket Beans, die haben so ein 24-Stunden-Event gemacht, habe ich mir angeguckt. Scheiße laufen. Körper magst. Zum Ball werfen. So ein 24-Stunden-Event angeguckt, also nicht komplett. Habe ich mal mal reingezogen und da fand ich schon ziemlich geil. Also die Idee immer wieder, was sie da machen, dass sie jetzt mit dem Hut
dass du da die Gene anschöpfen kannst, vom Level-Design her wäre saugeil. Was ich auch echt cool fand, aber ich hab nur irgendwo mir so ein Speedrunner, der schon die Demo vorher gemacht hat. Mhm. Fand ich auch geil, du hast ja irgendwie diese 3D-Level. Mhm. Und dann hast du quasi so ein Rohr und das Rohr ist dann auch wieder so ein Level. Also der Rand von dem Rohr, das ist dann wie in 2D. Richtig, in den alten Teilen, super cool. Back to the Roots halt. Ja. Hätte schon wieder irgendwas eingesammelt. Caroline. Einfach so. Ich glaube, ich schaff's nicht. Du schaffst es, BJ. Noch ein paar Wochen vielleicht. Mit ihrer Hilfe. Du halte durch. Ja, was ist denn los, Blaskowitz? Hey, hast tief an die Schlangen. Okay. Also auch emotional ein bisschen fertig. Macht mir ein bisschen Angst, der kleine Bengel. Mal kicken. Vielleicht killt er den Führer noch in dem Level hier. Ja. In dem Level, in dem. Stimmt. Gleich am Anfang des Spiels. Genau. Ja, weg. Gut, Regime zerschlagen. Den sehe ich gar nicht. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf Mario Odyssey, deswegen. Also da würde ich auch. Der ist ja am selben Tag erschienen wie hier Dings. Wolfenstein? Ja. Ah. Und wie Assassin's Creed. Am selben Tag. Das ist auch Wahnsinn, wa? Ja. So, da das ganze Jahr über kommt nichts. Und dann bringen sie gleich drei AAA-Klassiker oder AAA-Supertitel ja. An jedem Tag raus. Na klar, ist natürlich für das Weihnachtsgeschäft wieder gut. Da bist du eigentlich als Gamer komplett überfordert. Ja. Ja. So, was muss ich hier machen? Wo muss ich hin? Verdammte Scheiße. Aber ihr zeigt da irgendwo. Achso, das ist die Lampe. Wahrscheinlich da drüber. Da kamst du, wa? Von dem. Wie komme ich von hier her? Nee. Nee, sieht gut aus. Oder war ein Zivilist? Zack. Nee. Gibt's keine Zivilisten in meinem Regime. Ah nee. Ich dachte, das wäre. Wäre zu schön. Was? 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 Entschuldigung? Wie liegt denn der da unten? Warum bin ich jetzt tot? Ja, wie gesagt, jetzt am Ende des Jahres und heute, ja, noch nicht ganz, aber ein paar Stunden kommt der Call of Duty raus. Jupp. Wieder ein Titel, wo man viel Zeit drin verbringen kann, wenn man Multiplayer spielt. Ja. Dann, ich glaube, warte mal, am 3. kommt heute nicht auch Need for Speed. Ich glaube, am 11. Ich glaube, ja. Am 11. kommt Need for Speed. Und dann kommt ja nochmal Battlefront, kommt ja auch noch. Battlefront kommt auch noch, genau. Der Funkraum. Furchtbar. Muss einen Weg hineinfinden. Von Dezember kommt noch. Rücken. Kommt noch Spellforce 3, was ich mich auch sehr freue. Was der? Endlich mal wieder ein schöner Mix aus Strategie und Rollenspiel. Und sieht auch wieder fantastisch aus. Also haben sie echt Mühe geben, da bin ich echt. Freue ich mich drauf. Völlig verwirrend, dieses Level für mich schon wieder. Der macht mit dem Bad unten. Okay, alle sehr stealthy hier. Ja. Ja, aber für Arschlinge sehr gut. Gar nicht. Hä? Oder er ist noch einen Deck drüber. Kann die nicht in dem Raum hier drin ist, sondern weil du läufst ja auch die ganze Zeit, das hatte ich ja wahrscheinlich schon bemerkt. Er überzeigt mir an, dass er da, siehst du ja. Na, über uns. Ich Ja, aber er muss ja erstmal hinkommen. Kannst du da mal hochgehen? Ne, hier bei den Rohren da. Okay. Nee. Ne, da war er vorhin. Könnte es versuchen, das Mochtisch... Hier, geh mal hier auf das Rohr da oben in die Ecke. Ah! Geiler Typ. Ja. Da ist er, der Kleine. Weg ist er. Sehr geil. Alle schön stealthy ausgelöst hier. Tun wir hier, also Limit voll. Cool. Können wir da einsammeln. Bisschen Energie. Oh, Karte. Stimmt ja die Enigma-Karte. Muss man sich so an die gewöhnen. Ja, dass er die auch nicht gleich einsammelt, wenn du bei dem drüber bist. Na gut, das ist noch ein bisschen oldschool. So, wollt ihr jetzt hier abknallen, oder? Guck mal da gerade zu, dieses Kreuz, was da in dem... Da links, bei dem Display, da. Achso. Genau, daran, da klicken. Nee, würde ich gerade sagen, klicken. Nee, da steht, das ist ein Schießsymbol, oder? Achso, ja. Wir sagen. Mal einfach mal Danke, Ding. William. So. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren.
Komm zurück jetzt zum Umkleideraum. Bombarte lässt dich dann raus. Bombarte? Bombarte, der Kleine. Warte. Warte mal. Fuck! Hä? Was ist der Strom? Ne, ich bin bloß unter Wasser gegangen. Ja, aber du hattest doch vorher mehr als 20 Leben. Das stimmt. Okay, jetzt bin ich dort. Okay, wie wir gesagt haben, das Spiel zieht ziemlich schnell. Ziemlich danke, William. Das war jetzt aber der auch ein bisschen lame, Alter. Komm zurück zum Umkleideraum. Ja, fast meinen Ich hab gespielt. Ja. Na und? Treffen wir es hier heute nicht mehr meins, oder was? Ist heute, vielleicht ist es heute andersrum. Das wird nicht passieren. Das war gerade schon wieder die Munition eingesammelt. Hast du die gehört? Klingeling, wird geklingelt. Oh, was? Krass. Wer hat dich jetzt getroffen? Der da oben, Lobik. Okay, muss ich jetzt ein bisschen... Okay. Danke, William. Ich hab ein bisschen im Raum. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Komm zurück zum Umkleideraum. Bombarte lässt sich dann raus. Und der knüftet auch die ganze Zeit auf dich. Mhm. Erstmal weg hier. Was? Ja. Ihr steht alle in meiner Schusslinie. Hey! Sollen wir darauf Feuer rennen? Ja. 10 habe ich nur. Mhm. Hat mal wieder einen Raum hinter dir. Oder? Rennen, rennen. Ach, da war ein Kommandant. So. Ist ziemlich weit weg. Yep. Die wissen ja nicht, solange der Kommandant am Leben ist, kommen dann immer unendlich viele. Ja. Okay, muss ich jetzt noch ein bisschen. Danke, William. Bisschen schneller hier. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Komm zurück zum Umkleideraum. Bombarte lässt sich dann raus. Hast du das? Oh, ne, hab ich schon gesehen. Doch, doch. Okay. Und dann Loch oben lang, ja. Ach, das war nur ein Schütz. Wie sauer schießt seinen eigenen Kameraden ab? Hier links lang, links lang. Da muss halt mal ein bisschen Dings einsammeln. Ich hätte nicht gedacht, dass man hier so taktisch noch freuen muss. Ich wird ein bisschen. Nicht mit der Kanäfte. Okay, muss oder hast du 50? Genau. Aber. Genau. Genau, dann wird man ein bisschen was. Zack. Alter! Ein bisschen den Bein abgehackt. Schlecht. Und ja, dann hast du das eben in der Bombe weggeholt, den Laser-Typi. Okay. Dann wird er es runterjagen. Oh, Lebensmittel. Geh beiseite, du störst mir die Sicht so geil. Verstärkung. Was ist denn dieser Kack? Ist der da drüben? Ist ja ganz hinten. Das ist wahrscheinlich am Ende des Raums, der Gegner. Da oben steht er. Da war doch gerade einer. Der ist hier hoch, wa? Ne? Bin ein bisschen nervös. Das ist die erste Runde nach so einer langen Session. Da ist er. Komm, hör auf! Was? Du darfst in der nächsten Runde machen. Der knüftet aber auch hier. Oh Gott, ja. Okay, ja, Entschuldigung, das war die erste Runde wieder in einer langen Zeit. Ja, wieder eingewöhnen. Und ja, aber Taichi übernimmt die ganze Zeit jetzt hier. Du, ja, kein Ding. Wir danken uns erstmal für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns ja gleich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mit allen bekannten Worten. Bis neulich. Bis neulich. Ciao.